Leute, was geht? Mein Name ist HeloGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen wieder zu einem Video von GTA 5. Ja, wenn du dieses Video siehst, ist wahrscheinlich der Schnee schon lange vorbei, weil es wahrscheinlich erst nach dem 24. Dezember hochgeladen wird. Das heißt, nicht wundern hier. Ja, ich hoffe, ihr habt Weihnachten schon gefeiert oder ihr feiert Weihnachten gerade. Muss ich mal schauen, wenn ich das Video dann hochlade. Ja, wir machen heute mal eine kleine Expedition durch den Schnee, durch Los Santos und fahren jetzt einfach mal, und ihr glaubt ja nicht, wo ich gerade bin, in der Wüste bin ich, genau. Sandy Shores, das ist ja eigentlich der Hangar vom Trevor und ihr seht, hier ist alles weiß. Alles weiß. Hier war ja eigentlich mal so eine Beton Landebahn. Hier ist ein putrig weißer Schnee. Keine Ahnung, was das ist. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob wir uns den Cargo Bob krallen können oder irgendwas anderes. Ein Flugzeug, genau. Aber jetzt schauen wir uns das mal von oben an. Am besten mit dem Helikopter. So, jetzt. Jetzt gehen wir da einfach mal rein und schauen uns das mal von oben an hier. Schnell hoch hier, weil links von mir hier ist gleich ein Gangangriff, so wie das aussieht. So. Ja, das Wetter ist hier echt neblig. Und ihr seht, alles weiß hier. Meine Güte, meine Güte. Ja, ich muss euch immer unbedingt was sagen. Und zwar nächstes Jahr ändert sich etwas. Und zwar auch internettechnisch. Es könnte sein, dass ich für eine bestimmte Zeit inaktiv bin auf YouTube, weil ich einfach eine eigene Wohnung habe, weil ich wohne ja noch in meinem, auf meinem Arbeitsplatz. Ich arbeite in einem Hotel als Koch und da habe ich ein Zimmer. Boah, das sieht geil aus. Auf jeden Fall, ja, werde ich dann, muss ich dann erstmal wieder neues Internet einrichten und alles. Also dann nicht wundern. Aber ich würde natürlich vorher ein Ankündigungsvideo machen, damit ihr Bescheid wisst. So, landen wir einfach mal hier und machen mal wieder Schneebälle. Die Weihnachtsdekorationen sind ja kostenlos, das heißt die Masken, diese Kleidung, nur ich glaube die neuen Waffen, die jetzt drin sind, dieser Lenkraketenwerfer und die Annäherungsminen, die kosten Geld. Genau bin ich mir aber nicht sicher. So, jetzt gucken wir mal. Das habe ich ja im vorigen Video auch schon gemacht, Schneebälle geworfen. Ach, Hammer. Moin, moin hier. Zack. Und es schneit auch noch. Und die Sicht ist natürlich nicht gerade prickelnd. Sie ist nicht weit. Aber naja. Man kriegt ja Schneeblindheit hier. So. Genau. Ja, euch ist ja bestimmt auch schon aufgefallen, meine Abonnenten sind ausgestellt. Und zwar, ich habe die einfach mal für eine bestimmte Zeit ausgestellt. Ich werde die aber ab einem bestimmten Abonnentenstand wieder anmachen. So ab ungefähr 2000 Abonnenten. Wann das ist, das sage ich euch noch nicht. Ich weiß es, weil ich die Abo-Ansicht habe. Und dann werde ich euch auf jeden Fall sagen, wann das soweit ist. Oder ihr seht das dann schon. Aber es fehlt nicht mehr viel, habe ich meine 2000 Abonnenten erreicht. Freue ich mich schon, werde ich auch so ein kleines Special machen. Und dann mal gucken. Ja, hier ist die, keine Ahnung, was das ist. Kohlegrube oder Kupfergrube. Bin mir nicht genau sicher, was das ist. Vielleicht weiß es jemand, dann könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben, was das hier eigentlich sein soll. In GTA San Andreas gab es sowas. Da gab es sogar eine Mission. Ich glaube, da wurde irgendwas abgebaut. Irgendein Erz oder so. Ach geil, da uns den Menschen. Alter, wenn ich das überlebe, dann werde ich da auf jeden Fall den ordentlichen Schneeball verpassen. Achtung. Die können sogar, glaube ich, sterben an, von den Schneebällen. Naja, für das habe ich ja immer noch das dabei. Die Pistole. Naja, das war es auf jeden Fall von GTA 5. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer HeloGamescom auf der PlayStation 4. Und haut rein. Bis dann. Ciao. So, warte. Jetzt, warte. Ich muss noch auf die Share-Taste drücken.